Ja, wir halten das wie im letzten Jahr. Wenn der Mo ein Tor schießt, dann ist er natürlich wieder hier mit einem Strahlen im Gesicht. Mo, du kamst heute in der Startelf, hast ein bisschen spät gezündet, aber dann war es im Spiel. Ja, wir mussten alle, generell alle gucken, also ins Spiel, uns ins Spiel kämpfen. So, nach dem 2-0, ja, muss ich auch sagen, Dankeschön an die Fans, ne? Viele mitgekommen. Und nach dem 2-0 haben die natürlich auch noch, haben die uns unterstützt. Und das hat natürlich sehr geholfen. Hast du es jetzt auch mit deinem Tor eine Empfehlung gewesen, nächste Woche wieder in der ersten Elf zu stehen? Ich meine, es hat ja nicht nur bei dir gut geklappt, sondern auch mit dem Anjem, mit dem Lukas, mit dem Kani, mit dem Ben habt ihr gut gezaubert vorne. Hätten noch mehr Tore sein können. Hätte, ja, aber nicht. Sag mal, wir haben als Mannschaft gut gespielt und gut standen auch gut. Und das ist wichtig. Ja, klar, ist natürlich schön, wenn ich ein Tor schieße oder auch Anje und so weiter und so fort. Aber wichtig ist, dass wir als Mannschaft vom Platz, also als Sieger vom Platz gehen. So. Okay, ihr habt jetzt 10 Punkte nach 5 Spielen. Wo steht die Mannschaft? Ja, wo steht die? Oder wo geht's hin? Ja, auf jeden Fall, sagen wir mal, versuchen wir nicht abzusteigen. Ne? Wenn wir umso mehr Punkte wir jetzt holen, ist natürlich umso besser für die Rückrunde. Und das sollen wir Spiel für Spiel mitnehmen und gucken, dass wir so viele Punkte holen wie möglich. Okay, dann eine letzte Frage. Jetzt geht's im Bus zurück. Wird sicherlich für euch fröhlich mit den alten Recken, die ihr dabei habt. Heute Abend neuester Kirmes. Man kennt ja einige Partybilder von dir. Was werden danach für Länderpunkte gesammelt an Mädels von dir? Oh. Oder vom Burger vielleicht? Ja, dazu sage ich mal lieber nichts. Ja doch, wollen wir jetzt wissen. Ach so. Nein, wir gehen natürlich als Mannschaft dahin und so. Und dann, wenn wir ein bisschen Spaß haben, dann fahren wir auch geschlossen wieder nach Hause. Okay, Mo, ich glaube dir das mal. Ich wünsche dir eine gute Rückfahrt. Bis nächste Woche. Ciao.